Herzlich willkommen zu La Deutsche Vita. Wir kochen heute Spaghetti alla Puttanesca. Und dafür brauchen wir zuerst mal Spaghetti, Sardinen, Kapern, Oliven, aber schwarze Oliven natürlich, eine Chilischote, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, sowie auch Tomaten und zum Anbraten natürlich das Olivenöl, wie auch Gewürze wie Salz, Pfeffer und Oregano. Nun nehme ich mir die Chilischote, entferne sie und schneide sie auch in kleine Stücke. Ich schneide nun die Zwiebel und die Knoblauchzehe klein. Nun halbiere ich unsere Tomaten. Nachdem ich die Tomaten halbiert habe, hacke ich nun die Kapern klein. Jetzt halbiere ich die Oliven. Nun schneide ich 6 Sardinen klein. Nun gebe ich die Nudeln in kochendes Salzwasser und lasse sie al dente kochen. Jetzt habe ich die Zwiebel, die Knoblauchzehe und die Chilischote in das Olivenöl getan und nun lassen wir es anbraten. Zunächst kommen die Sardinen dazu. Kapern in die Pfanne. Nun gebe ich die halbierten Tomaten mit in die Pfanne. Wir haben jetzt noch ein bisschen passierte Tomaten dazugegeben, damit wir auf eine Soßenkonsistenz kommen. Zuletzt gebe ich noch zu der Soße die kleingeschnittenen Oliven dazu. Geben wir noch ein paar Gewürze dazu und dazu benutze ich schwarzen Pfeffer, Oregano und etwas Salz. Spaghetti alla Puttanesca und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen.